Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich gehöre zu den jüngeren Mitgliedern dieses Hauses, aber auch ich kann mich aus Kindertagen gut daran erinnern, zu denen es Grenzkontrollen zu unseren Nachbarstaaten gab. So auch an der Grenze zu den Niederlanden. Wasser jedoch, ob es nun an der Oberfläche oder als Grundwasser im Boden strömt, schert sich nicht um Landesgrenzen und macht dort nicht Halt. Und genau deshalb sind die Überlegungen der niederländischen Regierung, die für das Wasser hochriskante Fracking-Technik anzuwenden, so beunruhigend. Das Thema Fracking beschäftigt uns hier im Landtag ja schon mehr als 3 Jahre. Die vielfältigen Risiken und Gefahren haben wir hier schon mehrfach miteinander diskutiert. Unser Trink- und Grundwasser ist dabei besonders gefährdet. Wir müssen es um jeden Preis schützen. Ich selbst komme aus einer Region mit den meisten Trinkwasserbrunnen Deutschlands. Und niemand kann sagen, welche Wege das Wasser wirklich unterirdisch zurücklegt. Und das sind Gründe, weswegen es eben nicht reicht, wenn beispielsweise heute die bekannt gewordenen Pläne der Bundesregierung ein Verbot nur in Wasserschutzgebieten zu machen. Die Bundesregierung muss gesetzlich festschreiben, dass Fracking nicht verantwortbar ist, also dass das, was wir heute hier beschließen. Wenn wir nicht handeln, werden wir viel mehr als Plastikpartikel in unseren Organismus bringen, wie im Moment in Wasser und Bier zu beobachten. Es ist erfreulich, sehr geehrte Damen und Herren, dass es anscheinend in diesem Haus bei der Sorge um die Beschaffenheit unseres Lebensmittels Nummer 1 eine so breite Zustimmung gibt. Ich freue mich, dass neben der CDU auch die Kolleginnen und Kollegen von der FDP unserem Eilantrag angeschlossen haben. Ich muss gestehen, ich war ein bisschen überrascht. Anfang Mai war in der FAZ noch zu lesen, dass Ihr Fraktionsvorsitzender Christian Lindner, jetzt gerade nicht anwesend, sich für frackingfreundlichere Gesetze in Deutschland ausspricht, dass er sich beim Thema Schiefergasoptionen offenhalten und experimentieren möchte. Schön, dass die FDP hier inzwischen eine etwas kritischere Haltung einnimmt. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Position in der FDP verfestigt und nicht etwa nach der Stichwahl des Bürgermeisters in Brüggen, zu der Herr Lindners Kollege Herr Brockes nur wenige Kilometer von der holländischen Grenze entfernt antreten wird, wieder auflöst. Nein, mit der Zustimmung zu unserem Eilantrag bringt man keine technikfeindliche Gesinnung zum Ausdruck, wie sie Herr Lindner unterstellt. Technikfeindlichkeit zeigt sich dann, wenn am Tropf der fossilen Energieträger hängen bleibt, wenn man sich Ersatzdrogen mit starken Nebenwirkungen sucht, statt die Erneuerbaren nach vorne zu bringen. Wenn wir die Landesregierung auffordern, sich mit unseren holländischen Freunden auszutauschen und unsere Besorgnis darzulegen, wenn Nordrhein-Westfalen eine Stellungnahme bei der strategischen Umweltprüfung der Strukturvision Schiefergas abgibt, wenn wir uns gegen den Einsatz von Fracking wenden, ob vor Ort oder bei unseren Nachbarn, dann sind wir nicht technikfeindlich. Wir zeigen damit Verantwortung fürs Wasser, für unser wichtigstes Lebensmittel. Wir wollen die Auswirkungen und Risiken einer Technologie kennen, bevor sie eingesetzt wird. Und wir wollen vermeiden, hinterher die Fehler der Vergangenheit auszubügeln zu müssen mit Milliarden öffentlicher Gelder. Es sollte für uns alle das Vorsorgeprinzip gelten und wir sollten nicht erst dann aktiv werden, wenn die Chemie bereits in den Brunnen gefallen ist. Wir sollten lehren aus den Erfahrungen vom unüberlegten Einsatz anderer Hochrisikotechnologien ziehen. Es gibt ja Energiepolitiker, die versprechen sich vom Fracking Unabhängigkeit vom Ausland und benutzen die Ukraine-Krise als Anlass, Fracking auch bei uns salonfähig zu machen. Ich sage Herrn Oettinger hier ganz klipp und klar, Fracking in Deutschland macht uns nicht unabhängig von russischem Erdgas. Fracking verlängert die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Das Einzige, was uns dauerhaft die Unabhängigkeit sichert, sind Energieeinsparungen, Energieeffizienz und der vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien. Ein Experimentieren mit der Hochrisikotechnologie Fracking, ob nun in den Niederlanden oder in Deutschland, wollen wir mit allen parlamentarischen Mitteln verhindern. Und das bringt unser Eilantrag deutlich zum Ausdruck. Sehr geehrte Damen und Herren, offene Grenzen sind großartig. Wenn Sie dem Austausch der Menschen dienen. Würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Hofenjürgen zulassen? Ja, gerne. Bitte schön, Herr Kollege Hofenjürgen. Frau Brehms, herzlichen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sind Sie mit mir der Meinung, dass wir aufgrund der Risiken, die wir kennen, es auch so sehen könnten, dass es kein Verbrechen an der nächsten Generation ist, diesen auch noch Rohstoffe überzulassen, wenn Sie sie vielleicht dann unter technisch sichereren Verhältnissen fördern können? Sehr geehrte
Hofenjürgen, ich bin insofern der Meinung, dass wir dieses Gut unter der Erde lassen können, weil ich davon überzeugt bin, dass wir den Umstieg auf 100% erneuerbare Energien bei Strom, Wärme und im Verkehr hinbekommen werden und dass wir diesen Energieträger einfach so nicht mehr brauchen. Wir haben genug Energie und zwar mit erneuerbaren Energien und deswegen können wir gut und gerne darauf verzichten. Sehr geehrte Damen und Herren, offene Grenzen sind großartig, wenn sie dem Austausch der Menschen dienen, wenn sie den Fluss der Waren und Dienstleistungen unserer europäischen Werte und Wirtschaftsgemeinschaft begünstigen. Grenzen, ob für uns offen oder nicht, halten das Wasser nicht auf. Ich plädiere dafür, dass wir lieber den Austausch von Geneva aus den Niederlanden pflegen, als den unterirdischen Fluss eines giftigen Chemikaliencocktails. Und deshalb bitte ich heute um ein eindeutiges Zeichen gegen Fracking bei uns und unseren Nachbarn. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin.